Was mich fasziniert hat zu dem Gericht, also ich wollte Rehherz machen und habe dann, weil die Jahreszeit natürlich heuer bei uns in der Region sehr gut mit Steinpilzen war, also wir haben heuer so viele Steinpilze gekriegt wie selten zuvor, hat mir das irgendwo ein bisschen angespornt, Steinpilze mal anders zu konservieren, also nicht nur einzulegen mit Essig und Öl, sondern ich habe es versucht zu fermentieren und habe aus diesen fermentierten Steinpilzen dann auch einen fermentierten Saft, also einen Saft von fermentierten Steinpilzen extrahiert. Vorneweg haben wir auch noch einen fermentierten Saft von Selleriekraut, also Knollensellerie, Stangensellerie und Kraut, der zum Probieren ist. Zum Rehherz haben wir auch Blutmakarons gemacht, die sind aber nicht aus Rehblut, klarerweise, sondern das ist jetzt Kalbsblut, also Blut von Milchkälbern, 4 Monate alt. Ist auch sehr interessant, einmal damit was zu experimentieren. Das Thema Nose to Tail hat mich natürlich auch veranlasst, natürlich nicht immer nur ein Edelteil zu verwenden, sondern vielleicht auch irgendwo ein Produkt, das nicht auf jedermanns Speisekarten steht oder wo man sagt, okay, Rehherz habe ich vielleicht noch nicht probiert und es ist ja auch gar nicht so einfach zu bekommen, weil die Trophäe des Jägers, unabhängig davon, dass er natürlich das Tier verkauft, ist halt meistens die Leber als Innerei und das Herz bleibt in den meisten Fällen im Wald übrig und man muss auch den Jäger ein bisschen fordern und sagen, du bring auch diese vielleicht für ihn nicht so edlen Teile mit und wir möchten gern daraus was machen.